alle 5 Jahre findet, glaube ich. Ich weiß, ich bin jetzt gerade unweit, das wird peinlich. Alle 4 oder 5 Jahre. Oh Gott, das ist unweit, jetzt blamiere ich mich. Das wird peinlich, na egal. Auf jeden Fall Kasse sollte man immer besuchen. Ich komme ja auch hier schließlich aus der Nähe. Und dann muss man das ja auch bestätigen. Wenn man schon mal hier aus der Nähe kommt, aus einer Großstadt. Ja, aber ich gebe halt immer an, ich komme aus Kassel. Weil das kennt man ja auch. Und schließlich möchte ich auch nicht meinen richtigen Ort nennen. Oder irgendwie meinen Nachnamen oder sowas. Ja, jetzt die gute Frage, wie viel man hier fahren darf. Ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich wurde wenigstens nicht geblitzt. So, da vorne geht es dann ab. Da geht es dann auf unsere gefährliche Strecke wieder. Aber das Gute ist, es ist Nachmittag. Wir kommen dann späten Nachmittag dann dort an. Voraussichtlich. Da ist das wenigstens gut, dann kommen wir wenigstens nicht im Dunkeln an. Das ist ja das Allerwichtigste für mich jetzt. Und ja, dann biegen wir jetzt hier mal ab Richtung Elhammer. Geradeaus geht es nach Hibira. Und ja, dann verlassen wir jetzt hier unsere geliebte Autobahn und begeben uns auf die schlimmste Horror-Landstraße, die es wahrscheinlich im Spiel gibt. Und hoffen, dass wir das Beste draus machen für die 830, für die 800, vor allem 800, für die 180 Kilometer. Richtung Elhammer. So. Hoch damit. Vor allem, es wird auch noch schwierig, weil es sind Steigungen hier mit drin. Und jetzt haben wir auch noch einen schweren Trailer. Hinten dran mit 25 Tonnen. Ja, aber es ist gut, also wenn wir jetzt keinen V8-Motor hätten, dann würde ich wirklich sagen, das kannst du vergessen. Der wird wahrscheinlich nicht nur mal richtig gescheit da hochkommen dann. Was natürlich die Frage ist, wie würde das jetzt ein Renault schaffen? Der würde stecken bleiben, vermute ich mal. Oder mit 3 km/h da hochduckeln. Das mit den Lockerrohr. Da wäre... Ja, da wären wir dann im Laufgang schneller da. Aber das will ich nicht testen. Nee, nee. Oh, jetzt kommt erstmal der Krankenwagen wieder vorbei. Sehr gut. Ja, das war der Krankenwagen mal wieder. Ja, der musste auch mal wieder in die Aufnahme. Oder wollte mal wieder in die Aufnahme rein. War ja schon lange nicht mehr da. Ja, und da vorne geht es dann schon gleich los. Auf unsere super Tour, auf unsere Kurvenstrecke, die es wieder in sich hat. Ja, hier geht es Richtung Hibira. Und ja, da sind wir das letzte Mal hergekommen. Wir sind allerdings noch nicht bisher von dieser Richtung gefahren. Aber das ist jetzt so eine Strecke, wie ich damals gesagt habe, die bin ich damals zum ersten Mal. Also so wie jetzt hier, gerade dieser Auftrag, bin ich damals zum ersten Mal nach Elhammer gefahren und habe gedacht, was ist das für eine Strecke? Sehr viel den Vekus gerade, sind wahrscheinlich diese Highway-Dinger. Da hat man natürlich auch verstärkt sehr viele Bilder gerade gesehen, die gerade diesen schmücken. Wobei der zwar jetzt auch nicht unbedingt die Top-Leistung hat, aber immerhin. Ich habe ja auch teilweise gesehen, es gibt irgendwie welche, die haben irgendwie über 1000 PS, aber das ist dann wahrscheinlich noch ein wahnsinniger Mod oder sowas, der es dann nochmal eine Schiene übertreibt, weil hier ist auch ein Mod, also der V8-Motor hier, der ist ja auch ein bisschen aufgetuned durch diesen LKW-Mod, der hier auch noch im Just Play-Mod drin ist. Was war denn das jetzt? Achso, das
war nur das Gestein, was irgendwie von der Sonne geblendet worden ist. Ich wollte schon gerade sagen, was war das denn? Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, wo die Stellen waren. Die waren auf jeden Fall noch weiter oben, wo das Gebüsch war. Gott, ich rede mir schon gerade hier in den Mund fusselig, merke ich gerade. Aber jetzt kann ich auch nicht zur Flasche greifen. Es wird ein bisschen gefährlich hier in diesen Kurven. Deswegen müssen wir das hier noch ein bisschen durchhalten. Gutes Durchhaltvermögen. Ich habe, oh Gott, ich habe immer so Angst, dass ich aus der Bahn geworfen werde. Aber klappt, sehr gut. Nur da vorne, da habe ich schon wieder, da habe ich ein bisschen Movement zu Hause, wenn da ein LKW kommt. Dann wird es richtig knapp. Das war auch, glaube ich, genau, das war auch das Problem damals, als ich das erste Mal angefahren bin. Da kam genau dort ein LKW. Und da kam ich nicht mehr vorbei, weil wir uns gerammt haben. Ich damit auch nicht gerechnet habe, dass ausgerechnet in dem ein LKW kam oder beziehungsweise, dass wir dann stecken bleiben würden. Weil das hier zu knapp ist. Aber funktioniert. Kein LKW in Sicht. Gut, dann können wir uns jetzt eine ganz kleine, klitzekleine Verschnaufspause im Tunnel gönnen. Hinein. Und ja, dann schaue ich mal. Ich habe mir das ja schon auch so ein bisschen im Gedanken gemacht, so ein, also einen Zeitplan mir so erstellt, wie ich hier dieses Projekt auch weiterhin voranbringe. Trotz der Uni, da habe ich mir, denke ich mal, einen guten Zeitplan gemacht. Und dann klappt das auch. Dass ich eben vorwiegend am Samstag oder Sonntag aufnehme und in der Woche dann vielleicht auch mal, wenn dann an den Tagen mal nicht so viel war. Auf jeden Fall, was ich weiß, nicht am Montag. Da ist der Längstag nicht bei mir. Und da wäre es taktisch unklug dort aufzunehmen, genauso wie es taktisch unklug ist, hier zu überholen in der Kurve. Zack, da hupe ich auch mal, auch wenn das ein bisschen zu spät gehupt war, aber ja, das war nicht gut. Aber ich habe es ja schon im Rückspiel gesehen, dass der überholen wollte. Und ist dann, hat er noch weitergemacht, trotz dass schon hier durchgezogene Linie wieder war. Und jetzt kennen wir ja das Spiel wieder, jetzt behindert der uns natürlich erstmal, weil wir dann komischerweise trotzdem schneller fahren als er. Ja, und mit dem Design, also wie gesagt, ich persönlich halte es eigentlich immer lieber gerne schlicht. Also ich habe, wie man auch beim LKW sieht, ich habe das ziemlich schlicht gehalten, mein LKW, weil ich mag das nicht so, wenn das alles so voll geschmückt ist. Also wie gesagt, ich habe hier auch keinen besonderen Extras, wie gesagt, hier am MAN dran. Das einzige Extra, was ich habe, ist halt das Namensschild, was man ja da vorne sieht. Und ja, sonst habe ich eben keinen... Na gut, ich habe oben noch die die Warnung, diese Leuchte für Schwertransport. Wenn man einen Schwertransport hat, diese Leuchte oben dran, die habe ich halt so dran gemacht noch. So, und ja, sonst halt habe ich ja hier nichts dran. Und dann habe ich halt den LKW hier, wie man ja sieht, in blau oben. Dann kommt dieser Gena erstmal, Entschuldigung dafür. Dann kommt halt dieser orangene Streifen in der Mitte noch und unten wird es dann gelb. Ja, schön bunt. Das muss gleich auffallen. Ja, aber das ist irgendwie so spontan entstanden, weil es gibt ja da eine Vorlage und die Originalvorlage, die ist ja fast so wie diese, nur dass statt blau weiß ist. Also oben weiß, dann ist dieser orangene Strich und unten ist gelb. Das ist die Originalvorlage, das ist die Originallackierung. Und ja, da habe ich gesagt, na gut, das Weiß sieht ja ein bisschen blöde aus. Welche Farbe würde denn am ehesten so zu den
Gelb und zu den Orange passen. Und da habe ich gesagt, Blau sieht doch eigentlich da ganz gut aus. Und Blau passt auch ziemlich gut zu den zwei Farben. Das ist sowieso, Blau passt ziemlich gut zu Gelb und auch zu dem rosa, zu den rosa Streifen, zu den orangen Streifen passt genauso gut. So, deswegen ist es eben so schließlich geworden. Diese Lackierung, die passt eigentlich zu den MAN ziemlich gut irgendwie. Nur ich weiß nicht, zu den Scania passt die mir irgendwie nicht so wirklich gut. Weil das habe ich ja auch gesehen, was hier unser Kollege, der Marc, der hier, den wir hier als Fahrer eingestellt haben. Ich weiß auch nicht, beim Scania sieht das irgendwie nicht so toll aus. Aber es kann auch eine Täuschung sein. Man weiß es nicht so genau. Kann man auch so oder anders streichen, aber wie gesagt, ich halte das eher schlicht. Also ich mag es auch gerne einfarbig, also so ist es auch wieder nicht. Zum Beispiel, ich trage eigentlich auch lieber, ich trage halt gerne Sweatjacken, also oder Kapuzenpullis oder wie man es auch immer nennen mag. Und ja, die trage ich eigentlich auch mal lieber schlicht einfarbig. Weil ich bei so Sachen einfach lieber schlicht mag. Nicht so kunterbunt. Das ist eben so bei Kapuzenpulli so oder bei Socken, das ist das genau das gleiche, da mag ich es auch lieber einfarbig. Ja, das dazu, es wurde alles behoben, hier leider nicht. Da ist dann doch noch was dazwischen gekommen. Ja, das muss ich mir dann am Ende mal merken, beziehungsweise dann veröffentlichen. Wird es dann veröffentlicht, wenn es dann ist. Obwohl ich hätte natürlich auch Screenshots setzen können, das stimmt auch wieder. Aber das kann ich ja auch vom VLC-Player machen dann. Wenn ich die Datei dann aufrufe. Das kann ich auch davon aus dann machen. Dass ich da dann einen Screenshot mache und sage, dass an der und der Stelle, wobei ein Video wäre wahrscheinlich vielleicht auch sinnvoller, weil dann können ja die Mache dann auch direkt verfolgen, wo ich hingefahren bin bei der Stelle, obwohl man sieht es ja im Navi auch so ein bisschen den strengen Verlauf. Aber das weiß ich auch nicht, weil ich weiß auch nicht so genau, was die bevorzugen, ob die eher ein Video bevorzugen, ob die eher ein Screenshot bevorzugen oder ob es ihnen egal ist. Ich weiß nicht, also mir wäre das im Prinzip ziemlich egal. Video, das sieht man es natürlich hundertprozentig, da kann man es dann auch nachvollziehen sogar. Aber wie gesagt, ein Video kann nicht jeder machen. Screenshot hingegen schon, weil ein Video braucht man ja auch Equip. Und ein Screenshot kann man ja machen, da muss man ja einfach nur Steuerung und Druck drücken. Kann man es ja in Paint einfügen. So oder auch nach der Variante. Und für ein Video, da braucht man halt irgendein Aufnahmeprogramm wie im Fraps oder sowas. Oh, oh, oh. Oh, Gott sei Dank kommt er durch. Noch einer. Ah, und der Bein. Ja, okay, passt. Das war knapp. Kamen gleich mal drei Kollegen uns entgegen. Oh oh, ob der wohl hochkommt. Ja, jetzt hier noch diese schönen Paraner gekommen. Da sind wir da unten schon angekommen bei der Firma TNT. Mal wieder TNT. Da waren wir schon mal. Nur es wird ja irgendwie hier nicht mehr angezeigt. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug war oder nicht. Also da hat mir nur der Schweizer Zuschauer geantwortet, dass es bei ihnen auch so ist. Städte da, aber auf der Karte irgendwie nicht. Nun ja, kann man halt nicht ändern. Aber mir kommt es ja nicht auf die 100% drauf an. Also dafür hätte ich auch keinen Nerv, die komplette Karte auf 100% zu fahren. Das, nee, das wäre nichts für mich. Ja.
Ich könnte mir höchst vorstellen, okay, dass man mal irgendwann jede Stadt bereist, jede Stadt irgendwie mal einen Besuch abstatten, so wie ich es ja beim Going East Projekt gemacht habe, weil da habe ich ja gesagt, okay, ich mache dort bei Going East fast 100%, nur eben nicht die Straßen. Genau. Ich habe ja alles gemacht, 100%, nur eben die Straßen nicht und die Firmen halt oder sowas. Aber Firmengelände zähle ich ja zu den Straßen dazu. Ja, also 100% war bezogen auf die Orte, LKW-Händler und Arbeitsagenturen. Genau. Ja, und da sind wir jetzt schon bei der Firma TNT. Und dann blicken wir mal rein. Das ist Scania-Händler. Der ist auch noch vermerkt, wie man da erkennen kann. Und hinein. Bop. 505 Kilometer gefahren, 28 Stunden, 8 Minuten, 249 Liter verbraucht. Gut, und damit haben wir 721 Erfahrungspunkte bekommen. Bonus für Fernfahrten, für hochwertige Fracht, was ja auch noch. Erfahrungsbonus und die Basisvergütung halt. Und 17.149 Euro haben wir uns dazu verdient. Sehr gut. Wunderbar. Sehr gut hier gefahren. 1% Schaden, aber das ist ja wieder Reifenverschleiß. Das kennen wir ja mal wieder. Ja, und dann war es das für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Part dann wieder, wenn es dann hier von Elhammer mit dem jetzt habe ich mich verschluckt, mit dem nächsten hammerharten Auftrag dann hoffentlich weitergeht. Und bis